Hallo und herzlich willkommen bei Love Nails. Heute möchte ich euch etwas super Tolles vorstellen. Ich bin selbst ein bisschen hibbelig, euch das endlich zeigen zu können. Und zwar haben wir neue Full-Cover-Tipps im Shop, die wirklich grandios und einmalig sind. Denn aus dieser einen Form lassen sich viele verschiedene Formen machen. Genauso wie selbstverständlich auch aus dieser Form und auch aus dieser Form. Ich habe hier nämlich drei verschiedene Boxen, das könnt ihr wahrscheinlich gar nicht sehen. Ich habe einmal eine lange Mandel, eine kurze Ballerina und lange Square-Nägel. Und jede dieser Boxen beinhaltet mindestens drei verschiedene Nagelformen, obwohl nur eine darin enthalten ist. Ich zeige euch diesen Tipp jetzt mal von Näherem. Und da könnt ihr sicherlich hier schon sehen, dass hier ganz viele Hilfslinien eingezeichnet sind. Seht ihr das? Das Ganze sind nicht nur einfache Hilfslinien. Das Ganze sind auch sozusagen, Wegknack- und Wegfeil- und Wegschneidpunkte, an denen man sich super orientieren kann, um ganz einfach eine andere Form daraus zu machen. Ihr könnt euch also eure Lieblingsform kaufen und sie natürlich selbstverständlich so benutzen wie jeden anderen Full-Cover-Tipp auch. Wenn ihr aber mal Bock habt auf eine andere Form, dann ist das hiermit überhaupt gar kein Problem. Ihr braucht einfach entweder eine Schere, so eine, die meine ist schon ein bisschen olla, die nehme ich immer, wenn ich vor allen Dingen eine gerade Linie brauche, um irgendwas abzuschneiden oder so. Oder ihr nehmt einen Nagelknipser, der ist besonders gut, wenn man einfach was kürzen muss. Oder ihr nehmt eine Nagelhautzange oder Nagelzange, dann bitte eine ausrangierte und keine scharfe, die ihr für die Nagelhaut nehmt. Das macht bitte nicht. Und natürlich selbstverständlich braucht ihr eine Feile. So, wir bleiben jetzt mal bei den langen Square-Nägeln. Die anderen kann ich euch gleich auch noch mal zeigen. Ich möchte jetzt gerne, was möchte ich denn? Ich möchte zwei verschiedene Formen machen. Ich werde einmal, kann man das hier gut sehen, hoffe ich, eine Ballerina-Form machen. Dafür ist hier so eine Linie vorgegeben. Seht ihr das? Die geht bis hier oben und da endet sie. Und bis dahin muss man dann auch schneiden oder wegknipsen. Hier genauso. Achso, und zur Stabilität kann ich euch sagen, hier hinten sind sie ein bisschen dünner, damit man sie besser auflegen kann. Aber hier vorne sind sie wirklich super stabil. Und diese Hilfslinien, die ihr hier seht, sind ja nicht nur gerade, dass man sie exakt kürzen kann. Übrigens auch ein großer Vorteil, ihr könnt euch jetzt orientieren, wie lang ist mein Nagel eigentlich. Und könnt alle Nägel auf eine Länge bringen. Das heißt, ihr feilt, wenn ihr aus Versehen den Ringfinger kürzer gefeilt habt, müsst ihr nicht gleich alle Finger wieder kürzen, alle Nägel, sondern ihr habt eine Orientierung und wisst, alles klar, ich mache jetzt hier nur bis zu diesem Strich und das ist dann bei allen Nägeln gleich. Und perfekt könnt ihr hier auch diese Linie nehmen, diese abgerundeten, um eure French zu malen. Also wieder sind diese Hilfslinien wirklich eine Hilfe. Und nicht umsonst. So, da ich jetzt eine Ballerina machen will, schneide ich das jetzt hier direkt an der Linie. Und könnt ihr sehen, es entsteht nicht diese weiße hässliche Druckstelle. Es lässt sich hier super einfach abtrennen. Das Ganze muss ich natürlich auch auf dieser Seite machen. Schwuppsdiwupps. Und jetzt muss ich hier nur noch mal ein bisschen die Feile ansetzen. Und jetzt habe ich ganz super einfach meine Ballerina und ich habe hier wirklich super gerade Kanten und ich habe ihn total gleichmäßig jetzt. Darüber kann ich mich doch jetzt wirklich freuen. So habe ich aus meinem Long Square ganz schnell, ganz einfach eine schöne Ballerina gemacht. Und es waren jetzt wirklich echt nur super wenige Feilschritte nötig, damit das jetzt so aussieht. Denn durch die Hilfslinien hier bricht das an den richtigen Stellen fast schon weg.
So, das ist Form Nummer 1. Jetzt möchte ich gerne, ja, so eine spitze Mandel habe ich schon. Jetzt möchte ich es gerne noch ein bisschen abgerundeter haben. Da mache ich jetzt als allererstes Folgendes. Ich kürze jetzt erstmal ganz knapp darunter. So, und jetzt kann ich mich hier an dieser Linie hier orientieren. Könnt ihr das sehen? Hier, die geht bis dort und bis dort und schneide das jetzt hier auch einfach weg. Zack. Und zack. Hier vorne die Rundung. Ich glaube, das mache ich lieber mit der Feile. Jetzt muss ich das Ganze nur noch in Form feilen. Diese Kante muss ich natürlich noch ein bisschen abschwächen hier. Da. Zack. Ganz so kantig wollen wir das nicht. Das muss man nur ein bisschen anpassen. So, und fertig ist meine kleine kurze Mandel aus meinem Square-Nagel. Ganz problemlos, und ihr habt gesehen, es entstehen auch nicht diese hässlichen weißen Druckstellen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber das passiert ganz oft bei Tipps, wenn man die vorher kürzt. Ne, dann hat man, wenn man hier einmal Druck ausübt an dieser Stelle, entstehen dann oberhalb so weiße blöde Druckstellen, die man ja auch echt nicht haben möchte. Und der Tipp wird instabiler, und das habt ihr hier definitiv nicht, weil es eben schon vorgegeben ist. So. Ich muss hier nochmal einmal hier an diese Ecke. So, jetzt habe ich es aber. Also, ihr könnt wunderbar diese Tipps vorbereiten, in Form bringen, noch bevor ihr sie auflegt. Es wird euch nichts zerspringen, ihr bekommt keine hässlichen Druckstellen. Und es geht super einfach, super schnell. Und zum Anbringen auf dem Nagel, da bleibt alles wie gehabt. Wenn ihr den Tipp auf dem Nagel anbringen wollt, müsst ihr selbstverständlich eure Nägel vorbereiten. Auch einmal hier kurz im Tipp so ein bisschen anrauen. Ne? Ihr wisst das, Haftgel auftragen, und dann könnt ihr sie wunderbar aufkleben mit unserem Expressgel zum Beispiel, und dann habt ihr wunderbare schöne Nägel. Und ihr seht jetzt hier eine Box, und hier habe ich schon mal mindestens 4 Formen, und mit der Länge, das ist natürlich alles variabel, da könnt ihr euch austoben, wie ihr wollt. Da passiert auch gar nichts, wenn ihr das vorab einmal kürzt. Auch da springt euch nichts, wenn man so schneidet. Habt ihr, Moment, ich kann euch das jetzt auch einmal zeigen. Wir nehmen jetzt einmal den Clipser, damit ihr das auch seht, dass der da auch trotzdem in Form bleibt. Also so einen Nagelclipser habe ich auch noch. Ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich den benutzt habe. Jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt knicken wir einfach mal. Zack. Seht ihr? An der Stelle, wo die Linie war, lässt es sich sogar einfach abknicken. Ihr müsst das jetzt natürlich noch einmal begradigen durch die Krümmung in meinem Clipser. So. Und zack. Einmal gekürzt. Ohne Probleme, super einfach, super easy. Brauchte ja nur rechts und links einmal anklipsen und konnte das dann umknicken. Also das ist überhaupt kein Problem. Jetzt gucken wir noch ein einziges Mal, wie sich das denn verhält, wenn der Tipp, ich glaube, ich habe hier 2 übereinander sogar, nicht schlecht, wenn wir den Tipp jetzt anrauen und Farbe auftragen. Das mache ich jetzt noch einmal, das Anrauen mache ich außerhalb der Kamera, das die Farbe trage ich in dem Video jetzt nochmal auf. So, ich habe jetzt hier angeraut, ich habe mir hier einen Gellack rangeholt. Mein Klebchen klebt nicht mehr richtig. Ich muss vorsichtig sein. Sch
schnell in die Lampe und bisher sehe ich hier nichts durchscheinen, außer dass ich vergessen habe abzustauben. Richtig, ist jetzt ein Pickelnagel, aber man sieht keine Hilfslinien durch. Einmal in die Lampe bitte. So, hoppala. Mal gut, dass ich es voll getestet habe. Der Nagel hat übrigens eine leichte, raue Oberfläche und jetzt möchte ich gerne auch mal gucken. Übrigens ist das jetzt auch der erste Test, den ich mit diesen Nägeln mache. Das jetzt hier gleich live und in Farbe. Ich möchte das jetzt mal ohne Anrauen machen und ich möchte gleich einmal die Hilfslinien als Smileline-Hilfslinien nutzen. Dafür nehme ich diese hier. Bedingung ist natürlich, dass man gutes Licht am Nageltisch hat. So, sieht doch schon mal nicht schlecht aus, wenn ich das jetzt hier noch ausmale. Also, ihr könnt diese Linien auch wunderbar als French-Hilfslinien nehmen. Ich lasse das Ganze jetzt aushärten und dann will ich mal gucken, ob die Farbe hält. So, hier habe ich ja angeraut. Die Pickelchen sind ein bisschen zurückgegangen, aber wie ihr seht, man kann die Hilfslinien nicht mehr dadurch sehen. Von unten kann man sie von unten eigentlich noch sehen? Nee. Noch nicht mehr. Die sind auch, glaube ich, nur oberhalb. Die sind nicht durchgehend, damit das eben nicht durchscheint. So, auch dieser Nagel ist fertig. Jetzt gucken wir mal. Okay, also wie es aussieht, scheint es gut zu halten. Also ihr hört, ich kratze da richtig dolle drauf. Ja, gut. Also wie ihr seht, ihr müsst den Nagel oberhalb nicht mal zwingend dolle anrauen. Es hält. Jetzt möchte ich wissen, ob sich diese Tipps auch als Dual-Tipp eignen. Also ich bereite hier gar nichts vor. Ich fülle den Nagel jetzt komplett. Übrigens bei warmem Wetter, so wie ich habe gerade, ich habe mein Zimmer hier oben fast unterm Dach und ich merke halt diese Temperaturen so von 25, 26 Grad deutlich an den Gelen. Da ist nichts mehr mit mal eben mit dem Finger modellieren. Da brauche ich immer Cleaner und am besten auch, seht ihr das? Das ist einfach die Wärme. Ne? Das, also wundert euch nicht, wenn das euch auch so geht. Das ist einfach bei warmen Temperaturen, werden selbstverständlich auch die Gele warm. Nicht in den Kühlschrank stellen. Das tut Gelen nicht gut. Wenn, dann mal kurz auf den Kühlakkuform benutzen oder so, aber nicht dauerhaft kühlen bitte. So, aber darum geht es ja hier gerade nicht. War nur so am Rande. So gefüllt ist er. Da nicht. Jetzt lasse ich das Ganze mal 60 Sekunden aushärten und dann gucken wir doch mal, ob er sich sogar als Dual-Tipp eignet. Ausgehärtet ist er. Jetzt gucken wir mal. Oh, okay, ich glaube, das ist eher schwierig. Wenn das aber nicht geht, dann wisst ihr, dass das Express-Gel in den Tipps hält, ohne dass ihr groß was... Doch, es geht. Also, ihr müsst euren Tipp vorbereiten und anrauen. So. Ein Dual-Tipp. Sogar das funktioniert damit. Also das sind ja hier wirklich Allrounder-Tipps.
holt sie euch. Ihr macht damit absolut überhaupt gar nichts verkehrt. Wie gesagt, eine Box, viele verschiedene Formen, ganz, ganz super einfach dann herzustellen und sogar als Dual-Tipp verwendbar. Also wenn das jetzt kein Argument ist. Also ich werde hier auf jeden Fall noch weiter experimentieren mit den Tipps. Und ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen restlichen Tag. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich kann euch die nur empfehlen. Holt sie euch, bevor sie weg sind. Also macht's gut. Tschüss.